Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Bücher, die im Oktober bei mir eingezogen sind. Wenn ihr meine ganzen letzten Neuzugänge-Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich über die Sommermonate sehr eskaliert bin und jeden Monat mehr als 20 Neuzugänge hatte. Und im Oktober war jetzt der erste Monat, wo, ja, ich habe mich nicht bewusst zurückgehalten, aber es sind insgesamt nur 12 Bücher. Und ja, das lag irgendwie daran, dass die ganzen Neuerscheinungen jetzt so langsam rausgekommen sind. Und ja, ich kaufe halt selten was anderes als Neuerscheinungen, weil wenn man immer Neuerscheinungen kauft, dann hat man ja alle Bücher auch in Zukunft schon, die mal erschienen sind. Also, falls es Sinn ergibt, auf jeden Fall. Ja, waren es jetzt nur 12 Bücher, also so ungefähr die Hälfte. Ich hoffe, ihr schaut euch das Video trotzdem gerne an und wir legen direkt los. Ja, ich muss natürlich mit dem schwersten Buch loslegen und dem schönsten Buch. Ich musste mir natürlich die neue illustrierte Ausgabe von Harry Potter besorgen. Die ist so schön, die ist aber auch richtig dick und richtig schwer. Also ich hatte Anfang des Jahres angefangen, die Bücher nochmal zu lesen, mit den illustrierten Ausgaben auch. Wollte dann aber nicht so lange warten und habe deswegen schon weitergelesen. Deshalb werde ich den vierten Teil jetzt nicht nochmal lesen, aber ich habe natürlich alles durchgeschaut, die Illustrationen angeguckt und ja, finde sie extrem schön. Es sind im Vergleich zu den anderen drei Bänden, die schon erschienen sind, deutlich weniger Illustrationen. Also es sind ungefähr genauso viele doppelseitige Illustrationen, aber auf den eigentlichen Seiten ist relativ wenig los die meiste Zeit. Aber ja, ich meine, das ist ja auch ein deutlich dickeres Buch, von daher musste man das wahrscheinlich irgendwie preislich so ein bisschen eindämmen, denn das Buch kostet ja trotzdem 38 Euro. Ich will gar nicht wissen, was der fünfte Teil kostet, das wird wahrscheinlich 50 Euro oder so. Ja, und ich bin mal gespannt, wann der erscheint, weil der hier hat ja jetzt schon 2 Jahre gedauert, aber ja, Harry Potter, es war halt, ja, es musste unbedingt einziehen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das jetzt besitze. Dann habe ich mir ein Buch besorgt, was optisch so schön ist. Also ich mag dieses Cover richtig gerne. Never Too Close von Morgan Moncomble. Das ist ein Young Adult Buch aus dem Lux Verlag und es geht um beste Freunde. Ich glaube, es spielt auch in Frankreich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die Autorin aus Frankreich, wie ich inzwischen erfahren habe. Und ja, es geht halt um die beiden, die beste Freunde sind und sie will aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht weiß, nicht mehr Jungfrau sein und bittet dann ihren besten Freund, ob er ihr da nicht helfen könnte, das zu ändern und er stimmt zu und ja, da geht's los, da ist es dann halt irgendwie eine Liebesgeschichte und ich finde, ja, überhaupt dieses Setting, beste Freunde und dann verlieben sie sich ineinander, das mag ich halt richtig gerne, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das in diesem Buch ausgeführt wird und möchte es auch unbedingt so schnell wie möglich lesen. Ja, recht gespannt bin ich auf das nächste Buch, nämlich Strange the Dreamer von Lainey Taylor. Das ist der erste Teil vom ersten Buch, nämlich Der Junge, der träumte. Und im Deutschen erscheinen davon 4 Bände, im Englischen sind es eigentlich nur 2. Deshalb, ja, sind die auch relativ kurz, also das hat ungefähr 300 Seiten. Aber ja, hierbei geht es um eine Stadt, die so ein bisschen mystisch, mythisch ist und die quasi als verschollen gilt. Sie trägt den Namen Weep und Laszlo Strange lebt in einer, also das ist schon auch eine Fantasy-Welt, glaube ich, aber er lebt halt in so einer normalen Welt und beschäftigt sich in seinen Studien, also er ist irgendwie Historiker, Wissenschaftler, irgendwie sowas, beschäftigt sich in seinen Studien mit dieser Stadt, weil er als Kind, glaube ich, ganz viel darüber gehört hat und ja immer schon fasziniert davon war und ja, niemand glaubt ihm aber, dass diese Stadt wirklich existiert, bis eines Tages ja eine Delegation sozusagen aus dieser Stadt kommt, um ihm oder um generell Leute um Hilfe zu bitten bei einem Problem, was sie haben. Keine Ahnung, was das für ein Problem ist. Und ich bin auch nach wie vor nicht mega intrigued von dieser Beschreibung. Aber ich bin ja trotzdem gespannt auf das Buch, denn es hat so viele positive Meinungen bekommen und ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gehört, dem das Buch nicht gefallen hat. Also es soll sehr mystisch und magisch und märchenhaft sein. Ich bin sehr gespannt, vor allem freue ich mich, dass es auf Deutsch erschienen ist, denn ja, ich hatte das Buch zwar schon auf Englisch im Regal stehen, aber ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor Lainey Taylors Schreibstil. Vor allem, wenn das so in Richtung Magical Realism geht, dann, ja, ich möchte halt natürlich alles komplett verstehen, ich möchte die Zusammenhänge verstehen, den Kontext verstehen und bei Magical Realism, wenn man sowieso manchmal nicht weiß, was es eigentlich war, was es nicht war, dann kann es halt manchmal ein bisschen schwierig werden und ich meine, das ist zwar jetzt nicht direkt das Genre, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass man auf Englisch da schon so ein bisschen ins
Also das ist auch Englisch, dass man halt nicht so viel davon hat, als wenn man es auf Deutsch liest. So. Jedenfalls habe ich das deswegen auf Deutsch gekauft und möchte es auf jeden Fall bald lesen. Es kommt ja auch jetzt schon relativ zeitnah der zweite Teil raus. Dann habe ich noch ein Buch gekauft, was tatsächlich keine Neuerscheinung war, nämlich Sawkill Girls von Claire Legrand. Hierbei geht es um eine Insel, die heißt Sawkill Rock, und da verschwinden Mädchen seit einigen Jahrzehnten und werden von einem gefährlichen, dem Bösen halt irgendwie verschleppt, und niemand hat sich bislang getraut, dagegen anzukämpfen, bis jetzt. Ich habe keine Ahnung, was genau da passiert, also ob das jetzt so ein bisschen in Richtung Fantasy geht oder ob das komplett einfach nur ein Thriller ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch so ein bisschen Magie drin hat oder irgendwas halt da nicht so ganz lebensgetreu ist. Aber ja, ich habe keine Ahnung, was genau da eigentlich passiert. Aber ich habe super viel Gutes über diesen Thriller gehört und deswegen habe ich es mir gekauft. Ich wollte es jetzt eigentlich schon gelesen haben, bin aber noch nicht dazu gekommen und hoffe, dass ich das diesen Monat noch schaffe. Ja, mega gespannt bin ich auch auf dieses Buch hier, Das Geschenk von Sebastian Fitzek. Das ist ja diese limitierte... Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, wenn man es aufmacht. Da ist ja der liebe Herr Fitzek. Sweet. Das ist ja die Special Edition, deswegen sieht das sehr nackig aus. Ich bin da kein Fan von, aber das habe ich schon mal erwähnt. Ich mag das eigentliche Cover lieber. Hierbei geht es jedenfalls um Milan Berg, der Analphabet ist und deswegen schon so einige Probleme hatte und auch noch hat. Und dann hält er irgendwie, oder dann ist er an irgendeiner Ampel und neben ihm hält ein Auto, in dem ein Mädchen sitzt, das völlig verwahrlost aussieht und einen Zettel an die Scheibe hält. Und da steht, glaube ich, Hilfe drauf, aber er kann es halt nicht lesen. Er merkt nur, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt und möchte dieses Mädchen dann finden und ihr helfen. Und dann passieren Dinge und es wird spannend. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich hätte es so gerne schon gelesen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich bin einfach mega gespannt darauf. Sebastian Fitzek schreibt ja immer sehr gute Thriller. Nicht alle immer auf konstant dem gleichen guten Niveau, aber meistens ja, können die mich schon überzeugen. Deswegen habe ich große Hoffnung an das Geschenk und bin super gespannt, wie es mir gefällt. Dann haben wir natürlich noch ein New Adult Buch, wie könnte es auch anders sein? Save Me From The Night von Kira Moon ist auch im letzten Monat bei mir eingezogen. Und das Cover ist einfach so schön, diese ja, verschmierten Acrylfarben, so sieht das aus. Es macht richtig was her, finde ich, obwohl es ja gar nicht so spektakulär ist. Auf jeden Fall ist es der Folgeband von Show Me The Stars und geht um andere Charaktere, aber spielt in dem gleichen Ort. In Irland war das oder Schottland? Ich komme da immer durcheinander. Auf jeden Fall geht es um Shauna. Ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Shauna heißt sie, glaube ich, die in ihrer Vergangenheit irgendein schwieriges, schlimmes Erlebnis hatte und seitdem ist sie, glaube ich, sehr ängstlich und sehr zurückgezogen. Und dann trifft sie aber auf ihren neuen Chef, der irgendwie sehr charmant ist und sie, ja, sich in ihn verliebt. Und was dann passiert, weiß ich nicht. ja, auf jeden Fall New Adult und ich bin mal gespannt. Ich fand den ersten Band von der Autorin ganz nett, wobei mir das Ende nicht so gut gefallen hatte, aber ich bin der Hoffnung, dass mir dieser zweite Teil besser gefällt. Shauna hat man im ersten Teil schon ein bisschen kennengelernt und ich fand sie sehr ein bisschen strange, weil sie halt so richtig kalt und abweisend war. Aber ja, wenn sie dafür ihre Gründe hat, dann bin ich sehr gespannt, das zu erfahren und freue mich auf das Buch. Auch ein englischer Thriller, über den ich nicht so richtig viel weiß, ist der hier, Wilder Girls von Rory Power. Hierbei geht es um ein Mädcheninternat und es steht auch hinten gar nichts drauf. Hierbei geht es um ein Mädcheninternat, wo, glaube ich, ein Mädchen verschwunden ist. Ah nee, genau, ein Mädcheninternat, das unter Quarantäne steht und ja, es ist ein Mädchen an einer gefährlichen Krankheit gestorben. Und ich glaube, jetzt haben sich aber alle angesteckt und genau, erst sind alle Lehrer nacheinander gestorben und dann wurden die Schülerinnen infiziert und diese Krankheit wirkt sich halt auf deren Körper aus, also die macht halt irgendwas Freakiges mit den Körpern, da kriegt dann schon mal was aus dem Auge oder es bewegt sich was unter der Haut, also es ist schon, glaube ich, eher auf der abartigen Seite. Ja, ich glaube, dann verschwindet ein Mädchen und dann versuchen die unter Quarantäne stehenden Mädchen das zu finden oder so. Ja, außerdem eingezogen bei mir ist Cinder und Ella Teil 2 von Kelly Oram. Ich habe Angst vor diesem Buch. Das ist der zweite Teil von Cinder und Ella und das fand ich ja damals, ich glaube in diesem Jahr gelesen,
richtig gut. Ich habe dem 5 Sterne gegeben. Ich fand das einfach zuckersüß. Und im ersten Teil ging es um Cinder und Ella. Cinder sozusagen, es war halt ein Nickname, aber Cinder ist ein Filmstar und hat relativ wenig soziale Kontakte. Und Ella ist nach einem schweren Unfall ein bisschen ans Haus gefesselt. Also sie sieht halt, also sie ist halt optisch auch verändert. Sie hat, glaube ich, ganz schwere Narben oder Verbrennungen oder so. Und deswegen wird sie sozial halt auch eher ausgestoßen und hat auch viel Schmerzen und so, hat auch ihre Mutter verloren. Also macht eine sehr schwere Zeit durch. Und ja, das Einzige, was ihr geblieben ist, ist halt ihr Online-Blog über Bücher. Und da hat sie regelmäßig Kontakt mit Cinder, der ja immer seine Meinung auch zu den Büchern sagt und ja eigentlich in Wahrheit ein Filmstar ist. Und die beiden verlieben sich so ein bisschen über Textnachrichten und Telefonate und das ist richtig, richtig süß. Ja, und das ist jetzt halt der zweite Teil. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber ich meine, das heißt ja, dass es irgendeinen Konflikt gibt und ich habe einfach Angst, dass es nicht so gut ist wie der erste Teil und dass es mich enttäuscht, weil ich befürchte es, ehrlich gesagt, aber ich lasse mich überraschen. Ich werde es sehen, ich werde unvoreingenommen da reingehen und freue mich sehr darauf. Dann endlich mal ein Buch von meinen Neuzugängen, das ich schon gelesen habe, ist Burning Bridges von Tammy Fischer. Das ist auch erst im Oktober erschienen und ja, ich habe es quasi sofort verschlungen, als es hier ankam. Es geht um noch eine Ella, die ja, aufs College geht und sich dann von ihrem Freund trennt und auf dem Heimweg wird sie dann von ja, so bösen Typen sozusagen angemacht und dann wird sie aber von einem anderen Kerl gerettet, der dann aber wieder verschwindet und die beiden treffen dann durch Zufall wieder aufeinander und verstehen sich halt auch sehr gut, aber Chess, also der Kerl, der sie gerettet hat, hat eine sehr dunkle Hintergrundgeschichte, also ja, der ist an einem Tiefpunkt in seinem Leben und ja, muss halt im wahrsten Sinne des Wortes dafür kämpfen, dass er überleben kann und genau, die beiden verlieben sich und es passieren einige Dinge und ich habe es schon gelesen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mir gefallen hat, dann schaut in meinem Lesemonat Oktober vorbei. Auch das nächste Buch habe ich tatsächlich schon gelesen. Es handelt sich um Follow Me Back von A.V. Geiger. Hierbei geht es um Tessa, die seit einem traumatischen Vorfall vor 3 Monaten quasi ans Haus gefesselt ist. Sie traut sich nicht mehr nach draußen, sie hat Panikattacken und so ein bisschen Paranoia. Und ja, der einzige Ort, an dem sie sich quasi noch wohlfühlt, ist eigentlich Twitter, wo sie einen Fan-Account hat für einen Popstar, der ja quasi so ein bisschen ist wie Justin Bieber, also so ein Teenie-Schwarm. Und die beiden kommen über Twitter in Kontakt und schreiben. Und sie weiß aber nicht, dass er dahinter steckt, weil er einen Fake-Account benutzt. Und verlieben sich so ein bisschen. Und dann passieren außerdem noch ganz viele Dinge. So viel dazu. Auch dieses Buch habe ich schon gelesen und auch hier könnt ihr euch gerne meine Meinung im Lesemonat anhören. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, was auch vor kurzem auf Deutsch erschienen ist, nämlich City of Ghosts von Victoria Schwab. Das ist auf Deutsch unter genau dem gleichen Titel erschienen und handelt sich um ein Middle-Grade-Buch. Die Protagonistin ist 12, 13, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie alt sie ist, aber sie zieht, glaube ich, mit ihren Eltern nach Schottland, genau, und kann seit einem Unfall, den sie mal hatte, quasi Geister sehen und den, also sie kann durch den Vorhang treten, der die Welten voneinander trennt, also kann sie auch in die Geisterwelt an sich gehen und ihre Eltern haben, glaube ich, eine Fernsehshow, in der sie Geister jagen und ich finde, das klingt ziemlich spannend und ziemlich cool. Außerdem ist eine Katze auf dem Cover. Ich weiß noch nicht genau, was die damit zu tun hat, aber das macht mich noch ein bisschen gespannter auf dieses Buch. Und ja, das Buch möchte ich am liebsten auch noch diesen Monat lesen und freue mich sehr drauf. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch dieses Hauls. Das ging ja relativ fix. Und zwar ist es eine Neuerscheinung aus dem Adult-Bereich. Und zwar handelt es sich um Ninth House von Leigh Bardugo. Hierbei handelt es sich um einen akademischen Thriller sozusagen. es geht um Alex Stern, die aus der Highschool rausgeflogen ist. Sie hat keinen Abschluss und kriegt jetzt aber trotzdem ein Stipendium für Yale, weil sie nämlich da eine besondere Bestimmung hat. Sie soll nämlich aufpassen, dass die ganzen Geheimorganisationen, glaube ich, keine schwarze Magie benutzen oder so. Es hat auf jeden Fall was mit den Geheimorganisationen von Yale zu tun und deren magischen Verstrickungen irgendwie. Ja, mehr weiß ich darüber nicht. Es ist ein relativ dickes Buch und soll relativ brutal sein. Also es gibt viele Leute, die sagen, dass sie vorher nicht wussten, worauf sie sich einlassen und die sehr geschockt sind von den ganzen
ja, brutalen Dingen, die da drin passieren. Mal schauen, ich bin gespannt. Und auch dieses Buch würde ich gerne diesen Monat noch lesen, aber ob ich das schaffe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, mal schauen. So, ihr Lieben, das war schon mein Book Haul für den Monat Oktober. Sagt mir doch gerne Bescheid, welche Bücher bei euch eingezogen sind. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.